Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu den heutigen Handelsideen am 1. November und von meiner Seite an der Stelle auch einen schönen Feiertag. Heute ist Allerheiligen, also alle, die frei haben, ja, genießen Sie einen wunderschönen Tag. Und all diejenigen, die hier live zuschauen, wir machen heute das erste Mal den Broadcast über Facebook und mit GoToWebinar. Das heißt, wir machen hier aufgrund der Nachfrage auch eine Erweiterung unserer Reichweite sozusagen. Von daher freue ich mich auch sehr, hier Live-Zuschauer direkt im GoTo-Webinar mit dabei zu haben. Wer Fragen hat, hier direkt auch für die Zuschauer, die im GoTo das erste Mal dabei sind, scheuen Sie sich nicht, die Fragen zu stellen. Einfach in den entsprechenden Frageblock klicken im Chat und dann einfach die Frage hier hineingeben, beziehungsweise den Währungswunsch, den Sie haben, das Währungspaar, sehr, sehr, sehr gerne auch an dieser Stelle hier im Frageblock eintragen, und dann schauen wir auch gerne auf das entsprechende Währungspaar. Ich sehe auch hier auf Facebook, Elena ist da, Ludger ist da, einen wunderbaren guten Morgen hier in die Gruppe von meiner Seite. Wir sprechen wieder über Handelsideen heute im Euro, japanischer Yen, Euro, US-Dollar, und wir gucken mal aufs Silber. Das hatte ja vor kurzem eine doch recht interessante Konstellation, wo sich die Chancen so ergeben hätte, eventuell nach oben zu steigen. Das kam dann alles anders. Ja, das Signal wurde auch gar nicht getriggert in diese Richtung. Von der Seite her, da schauen wir heute mal rein, was sich hier entsprechend ergibt. Zuvor allerdings der Risikohinweis. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. All das, was wir hier miteinander besprechen, ist eine Veranschaulichung, soll der Weiterbildung dienen, ist allein auch meine persönliche Meinung, was ich aus diesen Charts hier heraus lese. Das heißt, es sind keine Handlungsempfehlungen. Und ganz wichtig ist auch, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie wissen, wie CFDs und Forex-Handel funktioniert, damit Sie das auch ordentlich umsetzen können. Ansonsten fragen Sie bitte einen Fachmann, der Ihnen das Ganze hier an dieser Stelle auch erklären kann. So, damit in die heutige Tagesvorbereitung rein. Wir starten wie immer mit den Tagesnachrichten aus dem Euroraum und dem US-Raum hier um 15 Uhr heute mit der höchsten Relevanz angezeigt, der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier in den USA. Um 13.30 Uhr gibt es aus den USA das Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann schauen wir auf die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft, und wir bekommen auch die Lohnstückkosten genannt für das dritte Quartal. Sie wissen, Lohnkosten sind wichtige Faktoren in einem Unternehmen auf der Kostenseite. Hier gibt es langsam Steigerungen, da ist es wichtig, dass das Ganze nicht zu stark steigt, beziehungsweise nicht so steigt, dass die Preise das Ganze nicht ausgleichen können, die dann im Verkauf sind. Also all diese Dinge spielen hier miteinander auch zusammen, also diese Dinge hier im heutigen Tagesverlauf. Ich denke mal, dadurch, dass wir heute auch in Deutschland wieder ein bisschen Feiertag haben, wird der Handel relativ ruhig ablaufen. Aber nichtsdestotrotz, auch ein ruhiger Handel kann zu ordentlich Performance führen. Das haben wir ja gestern auch in den Indizes gesehen. Und ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal direkt auch live in die Charts hinein. Das, was wir hier sehen, ist der WTI. War interessant gestern. Die Rohöllagerbestände sind weniger zurückgegangen, als das Ganze erwartet gewesen war. Aber der Kurs ist trotzdem weiter gefallen. Wir stehen jetzt hier unten an einer wichtigen Linie. Da gucken wir aber morgen mal drauf, was der Ölpreis hier entsprechend macht in unserer großen Marktübersicht. Apropos morgen. Morgen ist ja Freitag, auch wieder ein bisschen edukativer Part dabei. Ich kümmere mich morgen mal so ein bisschen um die Waisenkinder hier bei uns bei vielen. Ich weiß das ja dadurch, dass ich auch den ein oder anderen Händler in meinen Coachings betreue. Das Thema Anleihemarkt, also hier die Bund Futures und so weiter und so fort, die sind immer so ein bisschen in der kleinen Schublade versteckt, ganz weit hinten. Die Schublade wird am besten auch gar nicht so oft aufgemacht. Aber ich sage immer so, wie es ist. Wir haben hier bei Tickmill sehr, sehr viele schöne Handelssymbole. Wir haben, ich glaube, über 80 Symbole sind das hier, die wir zum Handel zur Verfügung haben. Das heißt, wir können hier in den FX- und CFD-Portfolios eine sehr, sehr schöne Diversifikation zur Verfügung stellen. Und aus diesem Grund sollten das Thema Anleihen auch in irgendeiner Art und Weise Beachtung finden. Ich gucke auch immer mal rein in die Anleihen, wenn sich hier etwas ergibt. Aber so oft gab es da bis dato keine Signale, dass ich sagen kann, jetzt nehmen wir es mal mit rein. Aber ich möchte das Ganze in Zukunft auch ein bisschen öfter für Sie mitspielen, einfach aus Punkten,
oder aus Gesichtsgründen der Diversifikation im Portfolio. Und deswegen geht es morgen mal um das Thema Anleihen, weil ich halt weiß, Standard oder naturgemäß kennen sich damit viele nicht ganz so aus. Ich bin Banker, ich habe das Ganze von der Pike auf gelernt. Ich weiß, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert und wie man damit auch Geld verdienen kann. Habe ich auch schon oft genug gemacht. Nicht nur durch die Zinsen, sondern auch durchs Trading solcher Anleiheprodukte. Und da gucken wir morgen einfach mal drauf. Was sind Anleihen? Wie funktionieren sie? Wie können wir damit Geld verdienen? Was machen hier die Bobble und Bund und Schar und Buchsel, was auch immer da drin steht hier in diesem gelben Bereich? Das gucken wir uns morgen mal zusammen an. Gut, damit also genug für die Vorschau für morgen. Hier gehen wir jetzt mal direkt in die Charts rein. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem euro-japanischen Yen. So, einmal die Währung hier, euro-japanischer Yen. Zack, rüber, ab in den Tageschart damit. Hier mache ich mal noch ein kleines bisschen flacher, das ist alles voll okay. So, hier sehen wir Euro, japanischer Yen. Im großen Bild erstmal hier oben eine dicke Latte drauf bei 1,33, 1,62 über den Daumen. Da ist der Widerstand hier unten um die Marke 1,25, 1,68 über den Daumen. Ein Supportbereich. So, nu ist der Markt hochgelaufen, schön Aufwärtstrend gebildet. Dann ging es nach unten, es hat sich ein Abwärtstrend gebildet. Der Abwärtstrend hat mittlerweile auch diesen Aufwärtstrend hier komplett negiert, also rausgenommen. Das heißt, wir haben einen validen Abwärtstrend, der diesen Aufwärtstrend hier weggenommen hat. Dieser Markt ist hier gestern in den Widerstandsbereich um die 1,28, 4,63 reingelaufen und hat hier wunderbar punktgenau gedreht nach unten. Gestern gab es hier sozusagen ein erstes Signal. Hoppala, da oben, da wurde die Luft ein bisschen dünne. So, an der Stelle ist jetzt noch nichts vorbei. Das heißt, das kann mal ein Tag gewesen sein. Das hat man immer wieder in Aufwärtsbewegung, dass auch mal ein Abwärtstag kommt. Alles ganz normal. Heißt also, wenn dieser Markt hier wieder nach oben läuft, so wie es momentan den Anschein hat, hier an dieser Kerze, dann war das gestern ein Ausflug. Wichtig ist an dieser Stelle, wenn wir uns diesen Chart so genau betrachten, was macht der Markt denn, wenn er hier oben wieder ankommt? Läuft er hoch oder fällt er nach unten ab? Alles, was nach unten abfällt, könnte Beginn der Bewegung sein, der Bewegung dieses Trends. Das heißt, hier schöne tiefe Korrektur, mal mindestens 50% dieser Bewegung hier korrigiert, dreht der Markt hier oben rum. Dann haben wir hier unten die Tagestiefs. Jetzt muss ich das mal ganz kurz hier verziehen, das ist ein bisschen an der falschen Stelle. Also hier, das Tagestief entsprechend von gestern, das wurde ja schon entsprechend unterschritten. Also das ist jetzt hier nicht mehr valide, das ist rausgenommen, das spielt für uns keine Rolle mehr. Aber nichtsdestotrotz, Bestätigung dieser schwarzen Kerze würde heißen, die Kurse laufen hier drunter. Nächster Anlaufpunkt auf der Unterseite für die reine Planung der Bewegung, wenn wir sagen, dieser Trend setzt sich fort, ist ja hier unten auf die 126,630 ranzulaufen. Das heißt, da müssen wir erstmal hier über den Tagestief von 127,231 drunter laufen, damit wir hier unten ranlaufen können. Also Frage, wer verkauft nach uns, können wir hier an dieser Stelle schön beantworten. Das ist der Weg nach unten. Setzt sich das ganze Teil hier länger fort, dann haben wir natürlich hier auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier unten reinlaufen. Und wenn wir das Ganze einfach mal ausmeißen, ich weiß, wir haben immer wieder Trader auch dabei, die mit solchen Dingen gerne auch arbeiten. Wenn wir uns mal anschauen, das hier in etwa war die Korrekturtiefe. So, und wenn wir das Teil jetzt nehmen und hier unten ranklemmen, warten Sie, ich markiere das mal ganz kurz und ziehe es mal runter. Das heißt, wir packen das hier unten rein, hier unten ran, dass das unten nochmal rauskommt. Da sehen wir, dass hier Potenzial drinnen steckt mit der Bewegung, die hier folgt, die hier in Trendrichtung geht, dass wir schon wieder diesen Bereich von 1,25, 1,68 anlaufen können. Das Potenzial ist da. Oh, jetzt habe ich mehr gelöscht, wie ich wollte. Das Potenzial ist auf alle Fälle da und das sollten wir hier auf alle Fälle auch mit im Hinterkopf haben. Schauen wir mal in die Stunde rein, wie sich das Ganze gerade ergibt. Hier oben der Abprall, haben wir ja schön gesehen. Der Stundenchart gibt uns hier ein bisschen mehr und hier sehen wir halt was wirklich Feines. Und das ist das, wo wir einfach reinschauen müssen in den Markt und einfach mal hier zu sehen, was es denn zu sehen gibt. Und hier sehen wir, schön, das hier war die Korrektur, die wir im Tag gesehen haben. Da waren ja nur die Kerzen nach oben gelaufen, ne? In den Widerstandsbereich hier oben rein. Da ist der Markt gestern drunter gelaufen, hat also einen Schub gemacht, hat diesen Aufwärtstrend gebrochen. Das war die Kerze von gestern, wo wir gesehen haben, hoppala, jetzt ist mit dem Stundentrend irgendwas erst einmal nicht in Ordnung. Jetzt laufen wir runter, zack, hier unten haben wir das gesehen, Markt runtergelaufen. Jetzt ist es halt spannend, was passiert. Hier gab es ein bisschen Ping-Pong-Spiel, leichte Bodenbildung im Stundenchart. Jetzt läuft der Markt hier hoch, Stunde ist erstmal klein, wieder aufwärts gerichtet im übergeordneten Bereich. Allerdings, wenn man das mal so sieht, sieht es halt aus, hier trendbrechende Bewegung. Das Ding, was wir jetzt hier sehen, ist Korrektur. Und jetzt kommt es halt drauf an, was passiert. Setzt sich dieser kleine Trend hier nach oben fort,
läuft jetzt rüber raus, dann sehen wir die tiefere Korrektur auf Tagesbasis. Das zeigt uns die Stunde hier an. Nummer 1. Nummer 2, an dieser Stelle laufen wir hier oben rein in diesen Widerstand. Zack, hier. Und drehen vorher ab. Optimalerweise machen wir auch noch ein tieferes Hoch. Dann haben wir die Chance, zack, hier runter zu laufen. Und das ist dann das Signal, dass die Stunde uns zeigt, jetzt läuft die Stunde wieder in Richtung des übergeordneten Tagestrends. Das wäre dann eindeutig das Signal. Erst einmal eher die Richtung nach unten auf dem Schirm haben, als die Richtung nach oben. So, jetzt räume ich den Chart hier mal noch ein bisschen auf. Alles schön sauber hinterlassen, dass wir beim nächsten Mal fein weiterarbeiten können. Und wir gehen dann in das nächste Währungspaar hinein. Den allseits bekannten und für Trader auch sehr, sehr beliebten Euro-US-Dollar. Auch wieder hier erst einmal Blick in den Tageschart, wobei wir hier beim Euro-US-Dollar gerne auch mal in den Wochenchart reingucken können. Ich zeige Ihnen auch gleich, warum. Hier ist der Wochenchart. Ach, was soll ich sagen? Eine echt feine Geschichte. Ich hatte vor ein paar Tagen mit der Elena gesprochen und habe gesagt oder habe ihr mal gezeigt, wie ich den Euro hier an dieser Stelle angepackt habe. Ich habe hier mein Schutzsignal hier oben bekommen, also hier an dieser Stelle. Ja, das war im April, glaube ich, gewesen. Zack, hier oben rein. Das ist ein Swing, ein längerer Swing, der ist ein bisschen länger angelegt an dieser Seite. Aber guckt euch doch mal an, was wir hier haben. Das ist alles wirklich schön, hervorragend. Das läuft wunderbar. Ich hatte das hier im Webinar auch schon mal gesagt, wie ich diese Sache hier oben auch mit angepackt habe. Also das sind Dinge, die sind immer da, die sehen wir schön im Wochenchart. Aber für das aktive, intensive Trading, da gucken wir jetzt nicht auf den Wochenchart, sondern wir schauen jetzt einfach mal rein in den Tageschart. Ich wollte Ihnen den Wochenchart nur zeigen, weil hier unten die Marke um 1,13, das ist ein wichtiger Punkt. Hier unten, da geht es nach unten weiter in Richtung 1,11,4,5 ungefähr hier, wo wir diesen nächsten Supportbereich haben, wenn der Markt da drunter läuft. Aber, und jetzt kommt das richtig große Aber, wir wissen das, sowas wie hier, die 1,13, erstens mal psychologisches Tief, zweites Mal Jahrestief, da ist eine Menge Bewegung und Sie wissen das ja auch, wenn alle sagen, das Ding muss jetzt brechen, was passiert denn dann? Nothing. Der läuft hoch, erst einmal. Das ist genau das, was passiert. Das, was die Masse erwartet, passiert in aller Regel nicht. Manchmal, ja, gibt es eine positive Überraschung. Da passiert genau das, was die Masse sich vorstellt. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, die Märkte ein bisschen kennen, meistens passiert nicht das, was man erwartet. Das ist ja wie ganz normal im Leben, ne? Wenn man sich, was weiß ich, auf irgendwas überhaupt nicht freut, dann wird es am Ende vielleicht überhaupt nicht so schlimm und es wird doch ein toller Event. Also das sind die Dinge, die hier im Trading auch ganz genauso immer wieder passieren. Jetzt haben wir hier den Tageschart. Hier unten haben wir die Marke von 1,13. Da sind wir gestern wieder in diesen Support reingelaufen, also in dieses Tief hier, in dieses Trendtief sozusagen. Und jetzt passiert das, was wir haben. Wir kriegen, Sie sehen es selber, einen kleinen Abpraller von dieser Marke. Wenn wir das Ganze mal anschauen, untergeordnet hier haben wir schön diesen Abwärtstrend am Laufen. Der steht jetzt auch weit in seiner Bewegung, hat auch sein Potenzial weitestgehend ausgereizt. Heißt also, Rebound wäre völlig normal. Das ist das, was wir auch sehen. Da blicken wir dann halt auch ganz normal auf die Tageshochs, die vor uns liegen, weil das sind ja die nächsten Chancen, die wir hier in diese Richtung haben. Und da können wir natürlich dran laufen. Das heißt hier Oberpunkte 1,13,897 und 1,14,190, bevor wir dann hier in diesem Widerstand, Sie sehen es hier bei 1,14,364 mit hineinlaufen können. Das wären die Punkte. Der Markt kann auch bis hier hoch korrigieren, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was hier zur Oberseite kommt. Aktuell spielt er so ein bisschen das Thema Rebound, Abwärtstrend in der Stunde. Wenn ich das jetzt im Tag sehe, ist gebrochen. Müssen wir uns bloß mal ganz kurz angucken. Das war jetzt eine reine Mutmaßung. Wir müssen uns den Stundenchart mal anschauen. Ja, gut, hier haben wir das letzte, den letzten Schwung nach unten gehabt. Also das hier war sozusagen der Bewegungstrend, den wir hier nach unten haben. Der ist jetzt hier rausgenommen worden mit diesem Spike. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was passiert. Hier im kleinsten sehen wir noch einen Aufwärtstrend, der hochgelaufen ist. Der korrigiert jetzt hier gerade wieder. Das bleibt spannend. Wenn wir wirklich drüber laufen, gibt es das Thema Rebound dann hier oben rein. Das bitte in den kleinen Zeiteinheiten auch immer beachten, weil auf Tagesbasis wissen wir ja, was hier los ist. Wenn das heißt, hier schauen wir uns das Ganze an, auf der kleinen Zeiteinheit gucken wir einfach mal in die 5 Minuten und da sehen wir einfach, was hier passiert. Das heißt, wir sehen ja sehr, sehr schön den Trendverlauf der Stunde, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt sind wir in der Korrektur, wenn das Ding in den 5 Minuten wieder rumdreht, das wäre dann die Chance, dass die Stunde tatsächlich den Attacke hier oben auf das Hoch mit reingeht und erst einmal diesen
Schub hier etwas korrigiert. Und da sehen Sie, da liegen halt die Tageshochs auch drinnen. Das sind also doch potenzielle Kandidaten, die wir zur Oberseite hin haben. Unterseite habe ich gerade besprochen. Das heißt, hier sollte jetzt hoffentlich für die Handelsidee, für die aktuelle Lage im Chart soweit alles auch mit klar sein. Damit gehen wir dann rüber in den Bereich der Rohstoffe. Also Rohstoffe hier, hoppala, falscher Knopf. So, Steuerung M hier drücken, dann bekommen wir die Marktübersicht auch direkt rein. Und dann gehen wir jetzt mal hier in das Silber mit hinein. Und da sehen wir, hoppala, gucken Sie mal hier, das war das Fenster. Ich hatte das in einem anderen Fenster mal vorbereitet, da gehe ich drauf zurück. Hier ist der Chart, den wir vor ein paar Tagen schon mal mitgesehen haben. Wir sind hier weiterhin in dem Abwärtstrend. Hier hat sich jetzt ein Aufwärtstrend gebildet. Der hatte korrigiert hier, hat diese Dreiecksformation gemacht, hat hier eine flachere Kontraktion entsprechend gehabt. Aber der Markt hat uns hier nicht den Gefallen getan, nach oben zu laufen, sondern was hat er gemacht? Ich zoome es mal etwas weiter hinein. Er hat einfach hier gesagt, jipp, hier oben geht es nicht raus. Das hier oben war zu hoher Widerstand. Wir haben gesehen hier, der Druck kam dann Stück für Stück von oben. Es wurde immer wieder abverkauft. Zwar sind die Kontraktionen kleiner geworden. Der Markt hat immer wieder, immer früher angefangen, hier an dieser Stelle zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz hier, er hat gesagt, adios, wir gehen jetzt nach unten. Und da ist gestern passiert, was passieren musste. Wir haben eine Bildung eines Abwärtstrends gehabt. Wichtig ist hier unten die Marke, wenn wir uns mal diesen Aufwärtstrend hier anschauen, diesen grünen unter 1, entschuldigen Sie, unter 14,17, haben wir entsprechend den Abwärtstrend gebrochen. Aber Sie sehen, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend laufen. Also der Aufwärtstrend wird gebrochen, wenn wir hier unter dieses Tief drunter laufen. Ja, es ist im Kleinen so, wir können eine Menge machen. Wichtig ist, was der Chart hier entsprechend uns zeigt. Hier haben wir einen Supportbereich, da ist der Markt gestern leicht runtergelaufen, springt aber heute direkt wieder auch mit nach oben an. Hier haben wir jetzt die Chance, kurzfristig mal aufs Tageshoch von gestern und von vorgestern zu laufen. Trendtechnisch, er kann bis hier hoch korrigieren. Das heißt, wir können ohne weiteres hier bis in diesen Bereich hier oben ranlaufen. Da haben wir auch noch ein paar mehr Tageshochs liegen. Also da kann schon einiges an Dynamik in den kleineren Zeiteinheiten kommen. Dreht das Teil wieder rum, das heißt, geht hier die Korrektur an dieser Stelle auch zu Ende. Also das heißt, wenn wir das hier mal an dieser Stelle entsprechend auch nehmen, so, kleinen Augenblick, so, hier brauche ich die Linie, das hier mal hochnehmen und dann dreht er wieder rum als Korrektur nach unten. Das ist dann das Szenario, was wir dann nach unten sehen. Da setzt sich dieser Trend dann entsprechend fort. Nach unten hin haben wir dann hier die Marke von 14,17. Hier ein Haufen Tagestiefs liegen, die wir nach unten abholen können. Und dann kommen wir schon in den Supportbereich um die 14 Dollar, in den der Markt hier schwankt. Also jetzt sieht es so aus, als wenn der Markt tatsächlich auch wieder deutlich nach unten läuft. Diese starke Hin- und Her-Prallerei ist noch lange nicht zu Ende. Das sehen wir hier, wie das nach oben geht. Und das ist ja genau das. Wer in den kleinen Zeiteinheiten tradet, kann aus diesen Spielchen sehr, sehr schöne Ideen sich ziehen für seine eigenen Setups. Und das ist ja der Grund, warum wir auch hier blicken. So, jetzt blicke ich nochmal in den Chat hinein hier auf Facebook. Da haben wir keine Fragen. Ich gucke nochmal in den Markt hier oben rein, in GoToWebinar. Da sehe ich aktuell auch keine Fragen. Das heißt, von der Stelle möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich freue mich hier, Sie morgen auch wieder begrüßen zu dürfen. Da gibt es wieder den Blog-Eintrag für diejenigen, die hier zum ersten Mal auch im GoToWebinar mit dabei sind. Ich mache die Blog-Einträge immer so, dass Sie sie auf der Website von Tickmill auch sehen können. Ich hole Ihnen das mal ganz kurz rüber. Bitte geben Sie mir einen kurzen Augenblick. Also das hier ist die Website von Tickmill. Schauen Sie da ruhig mal drauf. Da finden Sie allerhand Informationen rund um das Thema Trading. Sie finden die tollen Konditionen. Sie finden die Kontoarten und Sie finden auf der Website hier auch den Blog und den Blog-Eintrag. Da finden Sie selbstverständlich jeden Morgen hier unsere Handelsideen. Da können Sie reinschauen, da können Sie in den Handelsideen, wenn Sie direkt reinklicken, auch immer auf die entsprechenden Webinare hier zurückgreifen. Sie sehen, das Webinararchiv ist mittlerweile sehr, sehr lang, aber Sie können für das, was Sie gelesen haben, sich einfach das raussuchen, was Sie entsprechend brauchen. Ja, und das ist ja das, was wir Ihnen hier zur Verfügung stellen wollen, damit Sie gut traden können, damit Sie schöne Ideen bekommen, um Ihre Setups auch reinzupacken. Und wie schon gesagt, ich mache das Ganze weit gefasst über das Handelsuniversum hier bei Tickmill, weil ich der Meinung bin, ein gut geführtes, diversifikatives Portfolio macht hier Sinn. Das heißt, nicht immer nur auf eins draufgehen, sondern an der Stelle halt gerne weit gefächert und das Ganze hier in diesem Ideenpool zum Trading auch zu nutzen. Also an dieser Stelle ganz lieben Dank und bis morgen. Tschüss, Ihr Mike Seidel.